So, hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem kleinen, ja, nennen wir es mal Zwischenvideo. Wie ihr hinter mir sehen könnt, meine Wohnung leider wieder da. Ich bin wieder zu Hause. 9 Wochen Mallorca sind um. Habt ihr vielleicht auch den Vlogs verfolgt, was ich da so Schönes am Wochenende gemacht habe, neben dem Arbeiten in der Woche. Schon wieder komisch hier zu sein, aber es war die Erfahrung auf jeden Fall wert. Ich werde die Insel jetzt schon vermissen. Oder ich vermisse die Insel jetzt schon, habe ich schon sofort, nachdem ich wieder hier deutschen Boden unter den Füßen hatte, sozusagen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte jetzt nicht darüber schwafeln. Ich habe heute ein anderes Anliegen an euch. Und zwar hatte ich mir überlegt, was ich jetzt eigentlich großartig für Videos mache in der Zukunft oder jetzt demnächst. Ich hätte zwar schon weitere Ideen für Hörspiele im Star Wars-Universum, für Geschichten, die ich noch quasi verfilmen könnte. Aber mir fehlen dazu in der Regel immer noch Modelle, Hintergründe und allerlei Kram. Also diese kleinen Assets sind leider noch abhanden. Ob die nochmal kreiert werden von anderen Usern extern, keine Ahnung, ich bezweifle es, weil es einfach teilweise zu speziell ist. Deswegen habe ich überlegt, oder mir ist so ein kleiner Geistesblitz gekommen, ob ich nicht vielleicht ein paar ältere Let's Plays, die ich mal gemacht habe, wirklich die Anfangsdinger, also von Anfang meiner Karriere, vielleicht nochmal neu aufnehmen sollte. So als Longplays für eine Folge sollten sie nicht allzu lang sein, natürlich mit Kommentar. Ich wollte zwar keine Let's Plays machen, an sich per se, ich habe aber auch nicht gesagt, dass ich es endgültig wegmachen wollte oder endgültig weglassen wollte, aber momentan hat mich so der Ehrgeiz ergriffen, mal wieder was zu machen in der Richtung, wenn das noch erwünscht ist. Also, ich hätte schon ein paar Vorschläge von Spielen, die ich nochmal gerne neu aufnehmen würde, wo ich denke, das war ziemlich grottig. Ich hatte, glaube ich, so einen Aufruf schon mal gemacht vor vielleicht 2, 3 Jahren über Facebook oder war es auch ein Video, ich weiß es nicht mehr, wenn, habe ich es gelöscht auf jeden Fall, vielleicht vor Wut oder weil ich aufgegeben habe. Ich glaube, die Resonanz war da nicht so groß und ich hatte, glaube ich, auch keine Lust mehr, dann was Neues zu machen. Ich hatte was angefangen, aber irgendwie ist es dann hängen geblieben. Jedenfalls die Kandidaten, die ich da vorschlagen würde, es sei denn, ihr habt noch welche vielleicht, wären zum Beispiel, auch wenn es jetzt das Klischee schlechthin ist, die beiden Monkey Island-Spiele, die ersten beiden, Monkey Island 1 und 2, ob sie jetzt die Special Editions sind oder die normalen Retro-Versionen, kann man ja nochmal schauen. Großer Kandidat für mich war nochmal Quest for Glory 3, mein Lieblings-Sierra-Spiel, vor allen Dingen im Bereich von der Rollenspiel-Adventures. Vielleicht mit einem anderen Charakter, nicht dem Paladin, vielleicht den Magier oder so oder den Dieb. Da müsste ich auch nochmal mich schlau machen, wie der nochmal zu spielen ist, weil die Wege ja noch ein bisschen anders sind. Das wäre vielleicht nochmal interessant. Kiranga 1 wäre auch nochmal ein Fall für mich, aber ich glaube, das ist so ein Spiel, was bei den Leuten nicht so ankommt, weil es auch schon von größeren Let's Playern so totgespielt wurde. Dreamweb wäre noch ein Fall. Das ist ja dieses Cyberpunk-Adventure gewesen, das von oben von ISO-Sicht gewesen ist, mit dem Pixelpenis, der so klein war, wenn ihr euch noch erinnert vielleicht. Ja, das waren eigentlich schon die ersten kleineren Vorschläge, so grob mal als Rahmen, was ich gerne machen würde. Ein weiterer Kandidat für mich persönlich wäre auch zum Beispiel das HD-Remake von Day of the Tentacle. Da habe ich auch das Original gespielt vor zig Jahren. Da hatte ich ja das erste Mal das neue Standmikro benutzt, das ich hier gekauft hatte extra. Das wäre nochmal ein Kandidat, den ich spielen würde gerne vielleicht als Companion Piece zum originalen Day of the Tentacle. Ja, also wie gesagt, das sind jetzt bloß Vorschläge. Ob es jetzt in eurem Interesse ist oder auch nicht, wie gesagt, das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf, wenn die Resonanz dann da wäre. Wenn ich wieder hier nur produziere von null, habe ich auch keine Lust, muss ich zugeben. Aber ich glaube, das ist jetzt heutzutage nicht mehr großartig zu vermeiden bei der Größe, wie ich schon gesagt hatte, bei der Größe und der, ja, Variabilität der Let's Play-Szene in Deutschland vor allen Dingen oder auch auf der Welt, dass man da kaum noch einen Blumentopf gewinnen kann mit Views, was Let's Plays angeht, außer man ist ein ziemlich großer oder hat eine gute Fanschar im Nacken oder gute Kontakte leider. Nichtsdestotrotz, in erster Linie sollte man auch am Spaß gehen, auch wenn ich meine Videos monetarisiere, aber glaubt mir, da kommt nicht viel raus. Ich konnte mir zwar schon damit ein halbes Notebook leisten, letztes Weihnachten, für das Praktikum, da hatte ich es angespart, das war nicht schlecht, da hat es sich echt gelohnt, was wir zu machen. Danke fürs Einschalten von euch und dafür, dass ihr auf die Werbung geklickt habt. Und danke, dass ihr auf die Werbung geklickt habt, wenn die dann erschienen ist. Ehrlich, vielen Dank dafür. Ja, das war das geschäftliche Blabla. Ich habe jetzt irgendwie gerade den Faden verloren. Jedenfalls, wenn ihr Interesse daran habt, schreibt einfach oder wenn nicht, dann schreibt halt nichts oder sagt, ihr möchtet das vielleicht nicht machen oder nicht hören und nicht sehen, dann lasst es sein. Aber es war nur so ein kleiner Vorschlag von mir. Ich würde auch gerne neue Star Wars-Spiele spielen, vor allen Dingen Rogue Squadron 2 und 3 oder auch Clone Wars von 2002. Leider ist das Problem, dass ich über einen Emulator spielen müsste und der GameCube-Emulator Dolphin und auch PCSX2, der PlayStation 2-Emulator, sind leider für meine Kiste ein bisschen zu fordern. Das heißt, sowohl Rogue Squadron 2 und 3 als auch Clone Wars haben teilweise derbste Performance-Einbrüche, weil mein Prozessor
der nun mal hauptsächlich angesprochen wird bei Emulationen, einfach zu alt ist. Selbst neuere Versionen machen es nicht wirklich besser, weil halt da mehr auf Kompatibilität der Spiele geachtet wird, was ich verstehen kann, als auf Performance-Optimierung, weil die meisten natürlich denken oder wissen, dass man heutzutage in diesem Jahr natürlich schon neuere Gurken sein eigen nennen sollte, um zu emulieren. Das heißt, es ist natürlich immer so ein Wabong-Spiel, das heißt, nimmst du da ein Prozent weg für, oder nimmst du da ein Prozent zu für Geschwindigkeitsoptimierung, verlierst du an anderer Stelle ein Prozent für Spielekompatibilität und hast neue Bugs. Deswegen, ne, ist immer so einen Waage halten. Deswegen kann ich verstehen, wenn heutzutage die Emulatorenentwickler weniger Geschwindigkeitsoptimierung und mehr Codeoptimierung machen für Bugfixing zum Beispiel. In diesem Sinne, wie gesagt, genug technisches Blabla, genug Entschuldigung. Das Interesse ist da. Hardware fehlt manchmal, Assets fehlen manchmal. Deswegen das vielleicht als Zwischenlösung erstmal Retro-Zeug nochmal wiederholen, vernünftig aufnehmen. Es wird mir richtig Spaß machen, muss ich sagen. Und Longplays, wie gesagt, als Longplay mit Kommentar verpacken, damit ihr nicht 50 Folgen habt, sondern vielleicht so 2-3 Stunden am Stück. Mehr ist auch, glaube ich, zu viel für mich, muss ich mal schauen. Ich bin nicht mehr der Jüngste. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und wir sehen uns bestimmt wieder bald. Bis dann.